Hallo liebe SVE-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge TVF Nachschuss. Ja, zum Abschluss der ersten englischen Woche und gleichzeitig als Einstieg der nächsten englischen Woche ist unsere Elf am Samstag beim FC Astoria Waldorf angetreten. Und auch wenn die Leistung mit Sicherheit nicht die beste war, die unsere Mannschaft in dieser Saison gezeigt hat, hat das Ergebnis trotzdem gestimmt. Mit 4:1 hat unsere Elf hier gewonnen in Waldorf und bringt die Punkte mit zurück ins Saarland. Till Hust hat sich nach dem Spiel mit Trainer Horst Steffen und mit den beiden Spielern Manuel Fey und Fabian Baumgärtel unterhalten. Viel Spaß. Ja Manu, nach 90 Minuten 4:1 bei der Astoria aus Waldorf, das Ergebnis kommt einem bekannt vor, oder? Ja, das Ergebnis ist erstmal sehr gut. War, glaube ich, vor allem erste Halbzeit nicht ganz so eindeutig, haben wir uns schwer getan, aber umso glücklicher sind wir, dass wir jetzt das am Ende ziehen konnten. Wie schwer war es besonders in der ersten Halbzeit? Du hast es angesprochen, kurz vor der Halbzeit war es nicht unbedingt einfach von außen. Ja, ich glaube, wir haben uns vor allem selber das Leben schwer gemacht, haben viele Ballverluste vor allem vorne und klar, dann läuft man die ganze Zeit hinterher. Dann fängt man an nachzudenken, haben dann von hinten nicht mehr die richtigen Bälle gefunden und im Endeffekt können wir sehr froh sein, dass wir mit 1-0 in die Halbzeit gegangen sind. Zweite Halbzeit dann gleich nochmal der Nackenschlag 1-1, aber die restliche Spielzeit, glaube ich, haben wir sehr, sehr gut gemacht. Die letzten beiden Spiele dann 8 Tore geschossen, auch vorne scheint der Knoten geplatzt zu sein, oder? Ja, ich glaube vor allem so ein Stück weit die Leichtigkeit ist zurück. Klar, die erste Halbzeit jetzt ein bisschen ausgeblendet, aber jeweils die zweite Halbzeit hat man schon gesehen, dass wieder die Spielfreude, die Leichtigkeit da ist und dass uns das Tore schießen wieder leichter fällt. Was macht dein Knie, was macht die Leichtigkeit des Knies? Es war erstmal eher der Oberschenkel, ist glaube ich halb so wild, aber hat angefangen zu zwicken, eine Art Zerrung, aber denke ich ist halb so wild. Nico Kager hat ja bei uns im Interview gesagt, er spielt lieber, da muss er nicht so viel trainieren. Mittwoch dürft ihr schon wieder spielen, daheim in der Usserfarm Arena, dann gegen den VfR Aalen. Was erwartest du dort? Also erstmal sehe ich das ähnlich. So englische Wochen sind, finde ich, immer eigentlich relativ schön. Ja, Mittwoch kommt Aalen. Haben wir im Hinspiel gesehen, dass es kein einfacher Gegner ist. Die werden uns Leben wieder schwer machen. Aber ganz klar ist, dass wir wieder den nächsten Dreier einfahren wollen. Vielen Dank. Danke auch. Horst, klettern wolltest du mit deiner Mannschaft, nämlich tabellarisch. Geklettert bist du mit deiner Mannschaft, nämlich auf Tabellenplatz 3. Wie schwierig war der Kletterparcours hier in Waldorf? Ja, es war schon ein Spiel der schlechteren Sorte von uns, muss ich sagen. Wir hatten nicht diese Laufleistung, diese Lebendigkeit, die wir brauchen, um letztendlich ein Spiel 4:1 zu gewinnen. Ja, wir haben es dann doch geschafft, aufgrund ein paar Aktionen in der zweiten Halbzeit, aber allgemein war ich nicht zufrieden und nicht einverstanden mit der Leistung. Bisschen froh, dass wir 4:1 gewonnen haben, mehr ist es nicht. Du hast dann zur Halbzeit auch dreimal ausgewechselt. War das, weil du nicht zufrieden warst oder war das eher aufgrund von Verletzung? Nein, es gab Ideen, noch häufiger zu wechseln. Das Spiel gab das her. Paddy hat eine Verletzung, die Wade ging zu, deshalb musste ich Paddy auswechseln. Aber ja, es haben sich auch ein paar Spiele angeboten, dass ich mehr wechseln kann, weil wir einfach nicht lebendig, nicht frisch unterwegs waren. Und dementsprechend war ich unzufrieden und wollte auch ein Zeichen setzen mit 3 Wechseln. Wir haben es angesprochen, 8 Tore jetzt in 2 Spielen geschossen, der Knoten vorne ist auch geplatzt, die Tore fallen wieder. Eine erfolgreiche englische Woche, die nächste steht schon wieder an. Wie blickst du dann auf Aalen und Mainz? Ja, erstmal wird es das zu verarbeiten geben heute, dieses Spiel. Wie gesagt, wir können froh sein, dass wir 8 Tore geschossen haben in 2 Spielen, dass wir das wieder das Gefühl haben, Mensch, wir können ein Spiel gewinnen und auch hoch gewinnen und Tore schießen. Ich werde sicherlich die Analyse machen und dann Richtung Aalen vorbereiten. Aalen hat einen neuen Trainer. Ich weiß nicht, wie sie gerade drauf sind, ob sie anders spielen. Ich habe gehört, dass sie ein bisschen anders spielen. Also werden wir das wieder gut vorbereiten. Ja, und die nötige Frische einfach wieder uns erarbeiten, erlaufen. Und dann hoffe ich, dass wir Aalen zu Hause auch nach Hause schicken können, ohne Punkte. Kommt gut ins Saarland. Vielen Dank. Danke. Baumi, du als sehr erfahrener Spieler, passen Ergebnis und Spielverlauf heute in Waldorf gut zusammen? So deutlich wie das Ergebnis ist, war das Spiel nicht, das muss man ganz klar sagen. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir uns schon schwer getan. Wir sind zwar früh in Führung gegangen, aber es hat uns irgendwie nicht gut getan. Wir waren nicht so frisch, nicht so spritzig, auch nicht so lauffreudig wie die letzten Spiele. Und ja, der Gegner hat uns in der zweiten Halbzeit dann den Gefallen getan, dass er uns die Räume gegeben hat. Wir haben die auch gut genutzt bei den Toren, aber insgesamt muss man schon sagen, dass wir schon bessere Spiele gemacht haben. Hat sich dann vielleicht trotzdem so ein bisschen die individuelle Klasse durchgesetzt, gerade weil der Gegner ja auch versucht hat, nach vorne einiges zu bewegen? Kann man so sagen, ja. Vor allem bei den Toren. Also die waren alle schön rausgespielt. Da hat man schon gemerkt, dass wir die Qualität haben, auch Tore zu schießen. Und das hat heute auch den Ausschlag gegeben. Samstag Stadt Allendorf, heute Waldorf. Wie haben sich diese beiden Spiele für dich persönlich angefühlt? Ja gut, wir haben beide Spiele 4:1 gewonnen. Relativ souverän auch. Und
ja, so wollen wir die nächsten Spiele auch angehen. Wir wollen weiter Spaß haben, wir wollen weiter in der Tabelle klettern und das haben wir uns vorgenommen. Tabellenplatz 3 klingt erstmal gut vor der Heimfahrt? Definitiv, also klingt besser als 4. Wir haben natürlich andere Ziele, das ist klar, aber im Moment geht es darum, einfach Spiele zu gewinnen, Leichtigkeit auf den Platz zu bringen und Punkte zu holen und dann gucken wir, was die nächsten Wochen noch so bringen. Vielen Dank. Gerne.